Willkommen zurück zu Final Fantasy 8. Jetzt sollte es aber vernünftig aussehen. So. Im Kampf gegen Bix und Vetch. Mal wieder die komischen Rabauken, diese. Das letzte Mal haben wir sie ja auf dem Sendeturm von... Keine Ahnung, wie diese Stadt hieß. Irgendwas mit D, glaube ich. Gesehen. Haben die irgendwas Neues, was man ziehen kann? Ja, die haben was Neues, was man ziehen kann. Dann wollen wir doch als allererstes mal ein bisschen ziehen. Oh, Rauben. Hey, Kraftband. Aua. Mit denen hat man nur Ärger. Ich will jetzt wissen, was das hier ist. Oh, der hat sogar zwei Sachen. Der hat sogar Hass. Gemar. Ui. Gibt nicht zu klauen. Na dann. Oh, Reflex. Das ist auch schön. Gute Nacht. Wer ist denn jetzt hier gerade dran? Ach komm. Du machst hier mal... Du gibst hier mal einen Mindergarten Forces den Dings. Und du beklaust mal Bix. Diebstahl fehlgeschlagen. Nein! Könnt ihr doch nicht machen. Nein! Ah, zu spät angefangen. Nein! Okay, ich merke auch, dass die Konzentration hier gerade eben massiv nachlässt bei mir. So, klau was. Fehlgeschlagen, frech. Oh, die haben jetzt auch Jubel. Das wird ja witzig. Vor allem, weil der nämlich richtig lang ist. Also nicht verkacken an der Stelle. Oh, das war knapp. Ah, schade. Aber 62, das sieht immer nett aus. Boah. Das hat Schaden reingehauen. Ich mag nicht mehr. Sehr schön. Du darfst hier weiter bediebstahlen. Phönixring. Oh, lol. Und der nächste ist auch weg. Sweet. Dim, 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 dim. Aber keine Erfahrungspunkte. Ganz toll. So, habt ihr sonst noch irgendwas? Nee. Ihr seid einfach nur im Eimer. Das gefällt mir sehr. Okay, jetzt müssen wir wissen, nur noch herausfinden, wo Squall hängt. Ihr kommt euch wohl stark vor. Glaubt nicht, dass ihr damit davonkommt. Klick. Hier müsste einer sein, der Squall heißt. Wisst ihr was? Prr, prr. Eher nicht. Wir suchen Squall. Danach nichts wie weg, okay? Was ist... Alarm! Achtung, Monster werden auf jeder Etage freigelassen. Wenn sich die Flüchtlinge nicht ergeben, neutralisieren. Das Anti-Zauberschutzfeld wird außer Kraft gesetzt. Ach, wir sind schon entdeckt worden? Vermutlich. Ja, komm, dann versuchen wir es mal nach oben. Entweder ist er ganz oben oder ganz unten. Eins von beiden. So, ja komm, machen wir es mal mit Angriffen. Ganz ordinär. Oh, ganz toll. Phönixfeder, nice. Nein! Sag nicht, sie schläft nur, dann ist ja gut. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass die,
dass sie jetzt hier, keine Ahnung, verwirrt ist und irgendwie nur noch Mist bei rauskommt. Ich versuch's wirklich mal mit oben. 9. Etage. Okay, da komme ich nicht lang. Muss ich jetzt wohl hier einmal rumlaufen? Was ist das? Nichts. Was ist das? Ah, hier kann man rein. Ein Drawpunkt. Sehr schön. Todessucht. Selfie. Kann das machen? Ach, Tobsucht, nicht Todessucht. Und was ist hier? Nichts. Okay. Kommen wir hier auch rein? Nee, hier kommen wir nicht rein. Versuchen wir es weiter. 10. Etage. Ah, hier müssen wir auch wieder im Kreis laufen. Hier ist wieder eine Tür. Du bist ja hässlich. Aber dich kennen wir zum Glück schon. Haha, daneben. Mal gucken, was hast du denn Schönes? Diebstahl fehlgeschlagen. Damn! Vor allem, die halten dann auch gar nicht mehr so viel aus. Okay, Glück gehabt. Windfedern gestohlen, 2 Stück. So. Wie sieht's aus? Sehr schön. Auch hier können wir rein. Oh, hier hockt einer. Hast du einen Kampfzähler? Das bedeutet, ihr seid Söldner oder sowas? Na, das ist wohl egal. Wenn ihr gewinnt, baue ich euch eine Zusatzfunktion ein. Ein Spiel kostet 300 Gil. Okay. Ach so, Triple Tried. Nee. Triple Tried habe ich nicht so Bock. Ah, Speicherpunkt. Das ist gut. Dann können wir hier doch mal... Kleiner Moment. Wie sieht's denn eigentlich aus? Ja komm, dann nutzen wir einmal mal schnell ein Zelt. Dann sind alle wieder top. Ach so, speichern sollte ich vielleicht auch. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben. So. Schon besser. Ich hoffe, dass ich hier in die richtige Richtung laufe. Ich meine, es gibt ja nur hoch oder runter. 11. Etage. Das ist aber ein riesiger Komplex hier. Wie viele Leute sind hier wohl inhaftiert? Drawpunkt Blitzgar. Das gefällt mir. Was bist du für einer? Hä? Wollt ihr was? Na egal, mir ist lange... Nein? Alter Junge, du bist im Gefängnis und du hast nichts Besseres zu tun, als Leute, die hier reinkommen, anzuhauen, dass sie mit dir Karten spielen sollen? Dein Ernst? Haben die irgendwas? Nee, nichts Besonderes. Nein! Nicht einschlafen. Einschlafen ist doof. Bleib mal lieber wach. Na gut, dann muss das halt eben so laufen. Ah. Ifrit hat nochmal einen Bonus bekommen. Dann machen wir mal lieber den Kugelwandler.
Weil wenn wir auf die Art und Weise dann mehr Items bekommen können. Etage 12. Ich hoffe, hier gibt es einen Fahrstuhl, der uns dann wieder runterfährt oder so. Ich frage mich echt, ob ich hier auch richtig gehe. Das ist gerade so meine größte Sorge. Glücklicherweise ist das nur einer von den Gegnern hier. Da sind sie! Smack! Oh. Ich habe eigentlich mehr von den Soldaten hier erwartet. Achso, genau. Ich wollte gucken, ob man hier rein kann. Nee, kann man nicht. Ha. Ah. Scheint wohl der richtige Weg gewesen zu sein. Nanu? Verstehe, die können die Sicherung alle deaktivieren. Moment. Okay. Ich glaube, da geht es erst später hin. Hey. Squall. Aufstehen. Wach auf, Squall. Ich bin wach. Bist du okay? Es war die Hölle. Wir sollten erstmal raus hier. Nimm. Laguna, Laguna. Hä? Laguna? Abkürzung bauen, welche Etage, welche? Ah, okay. Das ist ja nett. 10? Okay, gibt's hier noch irgendwas? Nee, sonst gibt's hier wohl nichts. Wir sollten hier erstmal raus. Gut, dass du lebst. Gehen wir. Squall, bist du okay? Ich denke schon. Ja, dann. Laguna! 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 Bist du nicht als Laguna schon mal hier gewesen? War ich nicht. Dann weißt du auch nicht, wie man hier rauskommt, Squall. Jedenfalls sind wir bisher immer nach oben gelaufen. Vielleicht müssen wir nach unten. Es wird schwer sein, zurückzugehen. Durch den Alarm sind wir, sind nicht nur die Wächter, sondern auch Monster überall unterwegs. Sag mal, Squall, bist du eigentlich, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Boah, was zum Henker ist das? Ein Kran, der die Einzelzellen von unten hinauf transportiert. Aha, das heißt, dieser Schacht geht direkt nach unten runter. Wenn wir hier einfach runterspringen, kommen wir irgendwann unten an, oder? Wir können es ja versuchen, aber diesmal ohne dein Wäh. Boah, ich kann mich nicht, ich kann mich erinnern. Dieser Kran müsste sich von oben und von unten bedienen lassen. Ich erinnere mich, wie Wart das gemacht hat. Aber das Ding muss gleichzeitig an zwei Stellen bedient werden. Jemand muss bleiben und es von oben bedienen. Tja. Gut, sehr schön. Ich? Okay, schon kapiert. Ich werde von oben die Anweisung geben, also hinein mit euch. Hier wird also der Kran gesteuert. Hey, hört ihr mich? Laut und deutlich. Und was muss ich machen? Drück auf den roten Knopf auf der Bedientafel direkt vor dir. Roter Knopf, Bedientafel? Was? Den Rest können wir hier... Okay. Hey,
was machen wir nun? Ich sehe da drüben eine Tür. Und? Wir gehen dort mal dorthin. Das klingt schon mal sehr gut, aber wir müssen hier einmal ganz kurz austauschen. Und zwar, die beiden sollten unbedingt wechseln und dann tauscht ihr beiden. So. Schon besser. Dann schlucken die nochmal eben. Also zumindest Quistus schluckt nochmal. Ja, komm, zwei Potions, das ist okay. Score kann auch nochmal. Und wie sieht's mit Selfie aus? Selfie sieht gut aus. Das reicht so. Koppeln Squall. Ability. Das ist gut so. Ja, perfekt. So lässt sich hier doch wunderbar leben und weiterlaufen. Ah, das sieht komisch aus. Wow. Sand? Zugeschüttet. Der Keller? Wie auch immer, wir können hier nicht raus. Was? Schüsse? Das scheint ziemlich bunt zuzugehen. Xel! Wir müssen schnell zurück. Da sind sie, da drüben. Fass die Flüchtlinge, lebendig oder tot. Mist, es sind zu viele, wir müssen weg hier. Oh, okay. Vielleicht war es gar nicht so geil, Cell die ganzen Sachen abzunehmen. Flucht nicht möglich. Ganz geil. Nein! Und jetzt schläft er auch noch. Gute Nacht, Luna und Kiki. Danke, dass ihr dabei wart. Ich mache aber auch gleich Schluss. Die sind zumindest schon mal K.O. Schnell weg hier. Das kommt davon. Stör! Ah, Schwein gehabt. Ich hab nur kurz eingehakt. Squall! Danke! Mann, was zum... Loslassen! Lass endlich los! Squall, Xel! Ihr scheint ja okay zu sein. Squall, lauf nicht alleine davon! Ist Xel dir so wichtig? Ah, wow! Na, Hundekacke. Wir können uns kaum rühren. Zieh keine Show ab. Wenn Irvine nicht so herumgetrödelt hätte, wäre alles nicht so schlimm geworden. Squall! Squall lebt. Ich wusste doch, dass Squall okay ist. Ja. Rinoa, bist du okay? Klare Sache. Schließlich habe ich sie in Sicherheit gebracht. Was soll das heißen? Ich meine, mein Vater hat der Galbadia-Armee Befehl gegeben, mich hier herauszubringen. Und dann hat dieser Typ mich allein herausgezerrt. Obwohl er wusste, dass Squall und die anderen noch hier sind.
Nein, das ist nicht zu glauben, oder? Oh, sorry. Ich gebe es ja zu. Deswegen sind wir ja zurückgekommen, um zu helfen. Nachdem ich gebettelt und getobt habe. Wir sollten uns jetzt auf den Weg machen? Keine Chance, der Keller ist zugeschüttet. Natürlich. Dieses Gefängnis ist gerade abgetaucht. Abgetaucht? Genau, dieses Gefängnis. Da sind sie! Die Flüchtlinge! Squall! Nimm dir zwei Leute und geh nach oben. Wir kommen hier schon alleine klar. Nach oben? Keine Zeit für Erklärung. Der Ausgang ist oben, glaub mir. Verstanden. Ich kann euch führen. Ich will aber nicht von dir geführt werden. Na gut. Nehme ich dich mit? Ja, komm. Aber ihr beiden tauscht auf jeden Fall nochmal eure Sachen aus. Und Christus? Oh, ja, ganz wichtig. Christus hat nämlich den Kram von ihm. Hätte ich schon fast vergessen. Ich werde das Pferd schon schaukeln. 9. Etage. Und wieder hier oben. Alles ist gut. Alles ist schön. Nur gut, dass wir wieder 3 Etagen vor uns haben. Hier ist nichts weiter. Hier war auch nichts weiter. Ah! Kann ich hier flüchten? Oder ist Flucht nicht möglich? Die ist jetzt fliehen? Niemand flieht hier. Oh. Sehr gut. Hier wird geone-shottet. Moment mal. Ah, sehr gut. Ich wollte schon sagen, müsste nicht hier eigentlich jemand stehlen haben? So. Ja, passt schon. Dann ist es halt eben Rinoa, die stehlen muss. Oh, wir kommen hier zumindest ein bisschen schneller durch. Das ist gut. 11. Etage. Hier müssen wir wieder einmal im Kreis rennen. Aber ich glaube, hier ist auch ein Safe Spot nochmal. War der hier? Oder war der einen Raum weiter? Ne, hier war er nicht. War ein Raum weiter. So. Tür auf. Ah, ne. Dann ist er noch eine Etage drüber. Damned. Wie dem auch sei. Alles wird gut. Wir sind gleich am Ziel. Einfach nur hier hochlaufen. Oh, ein hübscher Dingsbums-Flattervogel. Nein, nicht daneben schlagen. Ihr müsst hier schön Sachen klauen. Windmühle geklaut. Yay! Natürlich, was sollten solche Flatterviecher auch dabei haben, wenn nicht Windmühlen? So, vielleicht kann man noch mehr stehlen, das wäre lustig. Hm, schade, gab nichts mehr. Kann sein, dass die Gegner nur einen Gegenstand immer parat haben. Der Laden ist zu. Dann ist hier der Safe Spot gewesen. Ah, auch zu. Mist. Puan, nimmt das. Das nimmt ja kein Ende. Hey, was machen wir jetzt?
Ach ja. Warum nehmen wir nicht den Kran und lassen uns hinauftragen? Gute Idee. Der Kran muss aber auch oben bedient werden. Überlass das nur mir. Okay, dann auf in die Etage, wo der Kran jetzt gerade steht. Das heißt, ihr müsst wieder runter? Echt uncool. Vor allem, die haben jetzt natürlich nichts. Außer vielleicht ein bisschen Schaden, mal gucken. Nee. Würden die wenigstens zu dritt Schaden machen, dann wäre wahrscheinlich einer in einer Rotation durch. Ja, auf jeden Fall wäre dann einer pro Rotation durch. So, super, Vincent ist wieder wach. Vincent sage ich, Irvine. Ich weiß nicht, warum ich den die ganze Zeit Vincent nennen will. Wahrscheinlich wegen Vincent Valentine. Das kann natürlich sein. So, dann speichern wir hier nochmal. Supi. Kommen wir noch weiter? Nee, wir machen hier Schluss. Wir machen hier Cut. Ich werde nämlich jetzt auch mal pennen gehen. Nach wie viel Stunden? Ja, fast 10 Stunden Stream, glaube ich, wäre das nochmal sinnvoll. Eigentlich wollte ich Sonntag Nachmittag, Abend nochmal streamen, aber ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Haltet am besten echt